Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zu unserem kurzen Video-Update begrüßen. Kursverluste in China und den verwandten Vermögensklassen, das soll das Thema sein. Zur Stunde die etablierten Aktienmärkte doch mit erheblichen Abschlägen, irgendwo zwischen minus 2,5 und 4% sehen wir momentan die roten Vorzeichen hier. Es setzt sich das fort, was wir leider das ganze dieses kurze junge Jahr schon sehen, dass wir tendenziell eher Abgaben an den Aktienmärkten haben, dass eine Flucht in die sogenannten sicheren Häfen, wie beispielsweise deutsche Bundesanleihen, stattfindet und dass die globale Investorengemeinde sich doch große Sorgen um die Entwicklung der internationalen Konjunktur und den globalen Welthandel macht. Ich möchte die Situation nutzen, einen kurzen Kommentar zur aktuellen Lage zu geben, aber der Fokus soll auf der strategischen Einordnung für Sie als Anleger liegen und abschließend möchte ich noch zeitlose Handlungsideen präsentieren, die besonders in solchen Tagen mit starken Schwankungen meines Erachtens sehr sinnvoll sind. Zunächst sehen wir, dass China seine Währung abwertet. Hier sehen Sie die chinesische Währung gegenüber dem US-Dollar und diese Bewegung hier am rechten Rand, die heißt nichts anderes, als dass die chinesische Währung abwertet. Also China reagiert auf das nachlassende wirtschaftliche Wachstum, auf die nachlassende Dynamik, indem sie das tut, was auch andere Länder schon getan haben. Man schwächt eben seine eigene Währung, um den Export zu stützen. Dementsprechend sehen momentan viele Marktteilnehmer dieses Thema Handels- und Währungskrieg und Weltkrieg der Währungen wieder als großes Thema. Und China agiert natürlich nicht nur hier, was die Währung betrifft, sondern man pumpt auch Geld in das Bankensystem und agiert auf sonstigen Art und Weisen. Und zudem auch der Aktienmarkt, gerade die heimischen Aktien, die sind auch dadurch gekennzeichnet, dass wir eine sehr, sehr hohe Schwankungsbreite haben. Und nun heute zum zweiten Mal innerhalb dieser Woche wurde der Handel schon ausgesetzt, weil wir jeweils Verluste von bis zu 7% hatten. Vereinfacht gesprochen, gab es einfach keine Käufer mehr. Das endet allerdings nicht bei China, sondern auch bei verwandten Vermögensklassen. Sie sehen hier mal dargestellt einen Rohstoffindex, das ist eben dieses hellere Blau, was Sie hier sehen. Dann sehen Sie die Entwicklung von US-Öl in Dunkelblau und wir sehen die Rohstoffwährung in Grün, den Australdollar und den Kanada-Dollar in diesem Jahr, was ist das hier, Pink. Und Sie sehen den Verlauf der letzten 10 Jahre und wir haben eine sehr, sehr schöne Aufwertung gesehen. Öl ist spektakulär angestiegen bis zur Finanzkrise. Auch der Rohstoffsektor hat sich sehr positiv entwickelt und in diesem Kontext sind auch die Rohstoffwährungen schön angestiegen. Und Sie sehen nun, dass diese Trends sich umgekehrt haben, dass wir teilweise über Mehrjahres- oder auch sogar Dekadentief sprechen in diesen Bereichen. Und das sorgt insgesamt dafür, dass man Angst vor einem globalen deflationären Trend hat, dass man darüber diskutiert, ob die US-amerikanische Notenbank nicht den Zeitpunkt der Zinserhöhung verpasst hat in der Vergangenheit und nun hinterherläuft, also dass man quasi in ein abschwächendes Wirtschaftswachstum hier die Zinsen erhöht und damit natürlich die Finanzierungsbedingungen für die Unternehmen verschlechtert, den Konsum unattraktiver macht, auch die Refinanzierungsaktivitäten bei Immobiliendarlehen nach unten drückt. Also das ist die Gemengelage, die man momentan diskutiert, die wir vor allem natürlich auch am Markt momentan sehr stark sehen. Mir ist wichtig, dass Sie an dieser Stelle nicht versuchen, jede Marktbewegung in ein fundamentales Bild zu rücken. Wir haben eine große Anzahl von mathematischen Handelssystemen, auch sogenannte Algo-Trader. Da geht es um Millisekunden Sekundenhandel. Da geht es darum, wessen Server steht näher an den Servern der Börse dran. Und auch das moderne Risikomanagement, was aus der einzelnen Anlegerperspektive natürlich positiv ist, führt dazu, dass wenn wir in der Gruppe alle Risikomanagement betreiben und bei jeder Marktbewegung von 3-4% nach unten und auch sich verändernden Korrelationen, also einem höheren Gleichlauf der verschiedenen Vermögensklassen, gleich unsere mathematischen Maschinen anwerfen und dann alle dazu dem Entschluss kommen, dass wir unsere Positionen reduzieren, dann werden ursprüngliche Marktbewegungen eben tendenziell verstärkt und die verstärken sich eben auch so lange, bis vielleicht beim privaten Anleger irgendwann im Depot eine Stop-Loss-Order getriggert wird. Also diese harten, schnellen Bewegungen, die hängen natürlich auch mit der Digitalisierung und der Vernetzung zusammen und am Finanzmarkt dementsprechend wie in anderen Bereichen auch. Wir müssen erst noch lernen, mit der Technologie und mit den neuen Geschwindigkeiten, sowohl was die Möglichkeiten als auch was die Risiken betrifft, hier umzugehen. Aber Sie sehen schon, auch wenn Sie in Ihrem Portfolio vielleicht gestreute Positionen haben, ein bisschen Öl, ein bisschen Rohstoffindex, ein bisschen Australien, ein bisschen Kanada-Dollar, das nutzt Ihnen relativ wenig. Es fällt alles gemeinsam, genau wie ein russischer Rubel. Also wir müssen uns hier klar machen, wir haben zwar verschiedene Vermögensklassen und verschiedene Vermögenswerte, die hängen aber tendenziell alle von den gleichen
Bewegungs- und Bedingungsfaktoren ab. Also geht es auch in die gleiche Richtung, im Positiven wie im Negativen gesehen. Lediglich die Dynamik des Anstiegs oder auch des Abstiegs, wie Sie hier im Chart sehen, die unterscheidet sich. Aus unserer Perspektive entscheidet letztendlich der jeweilige Fokus der Marktteilnehmer, welche Story momentan am Kapitalmarkt gespielt wird und was Sie dementsprechend auch in den Pressemitteilungen und in den Nachrichten sehen. Dementsprechend sehen Sie hier am linken Rand, das ist der Fokus der Marktteilnehmer und wir haben halt zwei begrenzende Linien eingeführt, sozusagen als Leitplanken. Oben sehen Sie die Konjunktur, unten sehen Sie die Inflation und typischerweise wandelt sich der Marktfokus der Marktteilnehmer natürlich auch im Zeitablauf. Mal schaut man mehr auf die Konjunktur, mal auf die Inflation und ich möchte das mal kurz symbolisiert darstellen. Momentan in unserer Betrachtung, der Fokus liegt eher auf der Konjunktur. Die Kette sieht dann so aus. Ja, wir sehen, die Konjunktur trübt sich ein, dazu gibt es viele Indikatoren. Wir sehen dementsprechend auch, dass die Unternehmensgewinne von einer sich eintrübenden eintrübenden Konjunktur betroffen sein werden. Und wenn die Unternehmensgewinne sinken, tja, dann sind vielleicht die Bewertungen der Vermögenspreise aktuell zu hoch. Also, wenn die Bewertungen sinken sollen, dann müssen die Preise was? Sie müssen eben fallen. Also das ist das Thema, was wir momentan am Kapitalmarkt hier sehen. Wie gesagt, verstärkt durch die mathematischen und elektronischen Handelssysteme. Auf der Gegenseite haben wir das Thema Inflation. Und das wird die Story sein, die wahrscheinlich in den nächsten Wochen oder Monaten mal wieder nach oben kommt. Man wird sehen, na gut, die Inflation bleibt niedrig, weil China und andere asiatische Länder sehr günstige Preisniveaus in die etablierte Welt, in die Industrienationen exportieren. Dementsprechend bleibt die Inflationsrate nach der offiziellen Lesart in den USA, in der Eurozone, in Großbritannien niedrig. Und weil die offizielle Inflationsrate niedrig bleibt, kann die Notenbank problemlos expansiver agieren. Das heißt, sie kann Anleihen aufkaufen, sie kann die Zinsen niedrig lassen, sie kann die Zinsen vielleicht sogar senken. Also die Notenbanken haben hier doch einen leicht unterschiedlichen Zyklus, wenn wir mal zwischen der Eurozone und dem angloamerikanischen Bereich unterscheiden. Aber nichtsdestotrotz, niedrige Inflationsraten nach offizieller Lesart heißt, Notenbanken bleiben expansiv. Und irgendwann sagt der Markt dann, okay, die Zinsen bleiben dauerhaft niedrig, bei den Realzinsen wird es keine Bewegung nach oben geben und dann wird man sagen, na gut, wenn die Zinsen dauerhaft niedrig bleiben, dann haben wir eine neue Zinswelt und wenn die Zinsen dauerhaft niedrig bleiben und nicht auf die sogenannten normalen Niveaus der letzten 20, 25 Jahre zurückkehren, dann bin ich natürlich bereit für Aktien, für Unternehmensanleihen, für Hochzinsanleihen und natürlich auch für vermietete Immobilien höhere Preise zu zahlen, weil im Verhältnis zu diesen niedrigen Zinsen, die man dann erwartet, ist es natürlich von der Bewertung her attraktiv. Und das wird meines Erachtens auch das Thema sein, diese Wellenbewegung, die wir hier sehr, sehr stark sehen. Die Frage ist jetzt nur, wie weit kommen die Kurse zurück, bis eben wieder der Fokus mehr in Richtung Inflation und dem erwarteten Verhalten der Notenbank sich wechselt. Dann die Kernfrage leider Gottes, wo stehen wir denn momentan? Da habe ich es Ihnen eingezeichnet. Ich glaube weder, dass Ihnen ein einzelner Analyst, ein Mensch, noch ein Handelssystem oder sonst eine Maschine sagen kann, wo wir genau momentan hier stehen. Von daher, wie gesagt, das ist der Mechanismus. Wir werden dementsprechend auch die starken Schwankungen haben. Also ordnen Sie es bitte auch in diesen Kontext ein. Im Umkehrschluss ist die Frage, was sollten wir als Anleger tun aus dieser strategischen Perspektive? Wir wollen ja eine positive reale Rendite mit unseren langfristigen Kapitalanlagen erzielen. Ich muss also diese Schmerzen im Abschwung auch durchhalten und tendenziell werde ich natürlich dann kaufen, wenn es günstiger ist, als wenn es teurer wird. Das gilt für den Einkauf von Autos und Lebensmitteln, genauso wie für den Einkauf an den Kapitalmärkten. Also, was können Sie tun? Wie sollen Sie jetzt vorgehen? Zeitlose Handlungsempfehlung, erstmal Analyse des eigenen Depots auf Klumpenrisiken. Also, welche Depotbestandteile hängen sehr stark an China dran? Aber bleiben Sie nicht an diesem einen Thema hängen. Welche Themen im Depot hängen denn sehr, sehr stark an dem Thema Nominalzins? Haben Sie da vielleicht noch Klumpenrisiken? Also, professionelle Depotanalyse ist hier natürlich anzuraten. Auch da stehen wir natürlich gerne als Ansprechpartner zur Verfügung. Aber Schritt 2, das ist ein bisschen einfacher. Abgleich des bestehenden Depots mit den Zielwerten bezüglich Risikobereitschaft. Man kann die Risikobereitschaft messen, analog einer, ich sag mal, einer finanziellen Schuhgröße. Ein Beispiel habe ich gleich dabei. Und im Kern, wenn Sie es noch nicht haben, leiten Sie mal eine saubere Anlagestrategie her, formulieren Sie die mal schriftlich aus, damit Sie an solchen Tagen und in solchen Bewegungen sich nicht von der Presse, von Ihren langfristigen Plänen abbringen lassen. Also,
Finanzielle Risikobereitschaft, wie sieht's aus? Es gibt einen online gestützten Fragebogen, der hat 25 Fragen. Sie sehen hier mal verschiedene Fragen dargestellt. Also sprich, wie war Ihre Risikobereitschaft bei Entscheidungen in der Vergangenheit? Wie sieht's momentan aus? Also wie sind Sie beeinflusst durch das, was Sie momentan an den Märkten sehen, respektive das, was Sie in den Medien lesen? Haben Sie schon mal auf Kredit spekuliert? Und wie schätzen Sie zum Beispiel Ihr Vertrauen und Ihre Fähigkeiten bei finanziellen Entscheidungen ein? Also das nur mal ein Auszug. Also wenn Sie diese 25 Fragen beantwortet haben, wie gesagt, online, dann bekommen Sie auch direkt eine Auswertung als PDF. Dann, das ist jetzt eben ein Praxisfall von uns, dann kann man schauen, okay, welche Zielgröße an wachstumsorientierten Vermögenswerten wie Aktien, Rohstoffen, Edelmetallen, also auch sogenannten Risikowerten, möchte ich denn im Portfolio drin haben auf Basis meiner Risikobereitschaft? Und Sie sehen es hier, ist leider Gottes auf Englisch, in diesem Musterbeispiel möchte die Kundin eigentlich 40% Wachstumswerte. Momentan hat sie aber 70% im Portfolio drin, was daraus resultiert, dass die Aktienmärkte in den letzten 6-7 Jahren seit der Finanzkrise massiv gestiegen sind. Also, sprich, was wir tun müssen, Ermitteln der finanziellen Risikobereitschaft, Analyse des Depots dahingehend, wie viel Wachstumstitel haben wir im Depot, dann machen wir einen Abgleich und dann muss man schauen, bin ich noch in der Komfortzone oder nicht. Also sprich, hier geht es um handwerkliche Themen, wir konzentrieren uns auf das, was wir selbst kontrollieren können, was wir selbst messen können und nicht das, was irgendwo durch elektronische Handelssysteme oder Einschätzungen von Marktteilnehmern in China, Asien, USA oder Gott weiß wo ausgelöst wird. Also das soll der Plan sein und auch hier gilt wie immer das Angebot. Sie können die Zugangsdaten zu diesem online gestützten Test gratis anfordern. info@ypos-fp.de. Stichwort Risiko in den Betreff. Der demografische Fragebogen am Schluss, der ist freiwillig, den müssen Sie nicht angeben. Und in der Zukunft werden wir auch nochmal das ein oder andere an Online-Konferenzen anbieten, sofern Sie nicht das persönliche Gespräch suchen wollen, wo wir das ganze Thema finanzielle Risikobereitschaft und Abgleich nochmal erläutern. Also, das soll sein. Blick auf die strategische Perspektive. Ansprechpartner für dieses Thema im Moment bei uns im Haus, der Herr Marco Metzger. Gehen Sie rück mal auf den Kollegen zu. In diesem Sinne, das war's von meiner Seite. Lassen Sie sich nicht verrückt machen. Bis bald. Auf Wiedersehen.